Und zwar ist heute die letzte Aufführung des Walking Roots Kabarett, der vom Palettentheater Kollektiv. Rita, die Lebensgefährtin von Luis, hat die Corona-Hilfe für KünstlerInnen bekommen im März. Und sie hat damit das Palettentheater-Kollektiv aufgebaut und das Walking Roots Kabarett inszeniert. Heute ist die letzte Aufführung. Und ich möchte jetzt aber gar nicht über das Kabarett sprechen, das seht ihr ja gleich noch. Ich möchte mit Luis und Anand, sie sitzt hier um die Ecke. Okay, da gehen wir doch mal gleich mit. Wir wollen darüber sprechen, was hier in diesem Hof passiert ist, vorher. Okay. Also sieht aber schnuckelig aus hier. Es hat eben geregnet und wir sind ganz glücklich, dass es endlich mal geregnet hat. Ja. Ja, das ist Anand. Anand hat im Nebenhaus ein Meditationsstudio gehabt. Das Nebenhaus ist jetzt leer. Luis, du kommst später zum Gespräch oder bist du jetzt schon dabei? Ich komme dann später, aber wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Wenn die Zuschauer reinkommen ins Theater, in den Hof. Haben wir noch 10 Minuten. Gut. Dann sehen sie einen Fensterrahmen. Und vor dem Fensterrahmen steht ein Stein und auf diesem Stein, es sieht ein bisschen aus wie ein Gedenkstein, da ist ein Datum eingraviert oder aufgemalt. Luis, kannst du erzählen, was an diesem Tag passiert ist? Du meinst den Tag, wo ein Baum hier gefallen ist? Also dieser Tag, der auf dem Gedenkstein steht. Der war ein Wohnungsbrand. Gab es hier in der Nachbarschaft, wo Anand mit anderen Kollegen ein Studio im Erdgeschoss und Keller hat, wo wir als Gruppe Capoeira Tanzkampf hier in Berlin auch mitgeteilt. Es gab auch einen Garten und an dem Tag, an diesem Abend, gab es einen Brand im ersten Etage und es war sehr traurig an diesem Tag. Wie habt ihr beide das erlebt? Vielleicht Anand, kannst du? Du warst gar nicht da, als es gebrannt hat. Ich war nachts nicht da. Ich habe morgens die Fotos von ihm bekommen, als ich aufgewacht bin und war natürlich extrem geschockt. Ja. Und dein Studio war kaputt danach? Das erste, was ich auf dem Foto gesehen habe, was du mir geschickt hast, war alles Rauchschwaden hoch bis im obersten Stock und bei uns natürlich nichts. Bei uns hatte es nicht gebrannt. Ja, ich dachte, Gott sei Dank, ja. Und bin dann auf dem Weg zur Arbeit hierher gefahren und habe mir das im Prinzip angeguckt. Und wie hat sich das für euch angefühlt, dieser Brand? Ihr wart ja hier drüben. Es war sehr schrecklich, auch aufgrund der Jungen, der Mitbewohner, der war schizophrenik. Der hat dann psychische Probleme. Und haben wir was gehört an diesem Abend, aber wie normal haben wir gedacht, oh, da kommt wieder die Schreierei. Er hat auch manche Nächte Gitarre gespielt. Er war immer so ein bisschen laut, manchmal schreit er aus dem Fenster und dachten wir, kommt wieder dasselbe. Ob wir immer ein bisschen achtsam waren, dachten wir, ist wieder dasselbe. Und zwei Stunden später fangen das Feuer an. Die Feuerwerke kamen dann auch sehr schnell, in 10 Minuten kurz. In der Zwischenzeit war es sehr schrecklich, weil die ganze Familien, die im Gebäude waren, die waren sehr, manche waren Flüchtlinge, manche waren Ausländer, wo die fast kaum eine Sprache, wo wir uns dann einverstanden konnten, war sehr schwierig.
Es gab Situationen, wo Leute fast aus dem Fenster springen wollten, mit einem kleinen Kind, 3 Jahre alt. Also kommt mir schon ganze Haut. Und gab es klar den Moment, wo wir versuchen zu helfen. Die Feuerwerke waren noch nicht hier. Wie habt ihr versucht zu helfen? Erstmal die Leute zu aufklären, bitte kein Tour aufmachen, weil man weiß schon, wenn man Sauerstoff gibt, wenn ein Feuer, dann gibt's, dann ist das schlimmer. Und auch, dass man jeder bittet um Hilfe in dem Moment im Fenster. Jeder möchte rauskommen und kam auch das die Polizei, wo dann wir nicht mehr erlaubt da zu sein. Dann, es kam also schnell. Habt ihr die Feuerwehr gerufen? Nee, die Jungs aus dem Café hier vorne, die hatten, die waren die Ersten, uns wach zu machen. Es war in der Nacht, ja? Genau. Ah. Unser Nachbar ganz oben, bei Anand, war, der war auch, der hat, ist ein Pärchen, ein junger Pärchen, die hatten nur auch so ein paar Bier, Abend getrunken, die waren sehr zufrieden ins Bett und die sind auch wach geworden mit dieser ganzen Schreck. Und die Nachbarschaft hat einfach versucht, jeder zu helfen. Und klar, ein bisschen später, dann habe ich dann ein paar Bilder zueinander geschickt, wo ich mich nicht freue, solche Bilder zu schicken. Das ist auch sehr schrecklich, dass man sowas kriegt. Aber ich hatte keine andere, ich war auch im, ja, woher kanntet ihr euch? Ich kannte Anand, weil ich selbst wusste, dass ihr ein Yoga-Studio gabt. Mit sehr interessanter Yoga, nicht Still-Yoga, sondern Metall-Yoga. Gab es viele Leben hier in diesem Hof. Wir fangen an, dann gleichzeitig fast quasi zum Anpflanzen. Anand hat auch ein kleines Garten, ein wunderschönes Garten mit Bienenweide und sehr, sehr wunderschöne, Pflanzen hier. Ich hatte auch hier angefangen, dann kam das Gespräch, wo ein Tag des offenen Tours oder offene Tour gab es. Dann bin ich da reingegangen zu fragen, wie läuft hier, wer ist mein Nachbarn, ob wir auch da reinkommen konnten. Und die waren so freundlich alle und die hatten uns sehr gut willkommen. Und ja, das war so, ja, war eine wunderbare Zeit. Mit wir meinst du die Capoeira-Gruppe? Also ihr habt dann da Capoeira trainiert? Oder? Ja, auch diese Verbindung mit Leuten, das eigentlich Yoga und andere Sport tun, dass wir auch in Verbindung setzen. Ja, ja. Nicht nur als Sportler, auch als Mensch, als Nachbarn, als Berliner und Berlinerinnen. Ja. Das war sehr, sehr interessant. Und du hast gesagt, ihr habt auch Pflanzen getauscht? Ja, haben wir immer versucht, haben wir immer im Gespräch Pflanzen. Zu Ende war, dass ich dann die Pflanzen von Anand gerettet versuche, weil nicht aufgrund des Geldes, aufgrund des, was Lebendes da ist. Und für Anand war auch sehr wichtig. Sie kann auch dann weiter erzählen, wie war dann an dem Tag, wo wir versuchen, ihre Materialien aus dem Studio zu retten, trotz der Feuer. Und haben wir auch dann später, während des Tages, habe ich dann die Pflanzen auch gerettet und ihr im Hof auch Gartenmöbel, das noch bis heutzutage hier sind. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja. Schön. Also, ich verabschiede mich, meine Gäste zu willkommen. Okay, du begrüßt jetzt die Gäste und ich unterhalte mich noch mit Anand über das Haus und die Gärten. Gerne, ich komme wieder. Und du kommst wieder. Ich komme wieder. Okay. Danke, Leute, wir sehen uns schon, ja? Danke, Jörg. Ja, hier gibt es nochmal einen kleinen Blick über die Schulter. Hier ist ein kleines Warm-up. Ja, da gibt es aber nicht allzu viel von, weil hier geht ja auch der kleine Talk weiter in der Runde. Wieso, weshalb, warum? Hehehe
Ja, mehr gibt es jetzt But nicht zu sehen, ne? More than words. Ja, also, Anand, sprechen wir eigentlich laut genug hier? Ja? Gut. Also, im Moment passiert ja uns schon seit Jahren, wird diese ganze Gegend hier sehr gentrifiziert. Aber was Luis mir eben erzählt hat, hat mich hellhörig gemacht. Er sagte, in dem Haus hätten viele Flüchtlinge gelebt. Und ärmere Familien. Glaubst du, dass es ein schlechtes Haus war? Ein Haus, was baufällig war oder sowieso gefährlich? Ich kann dazu keine genauen Aussagen machen. Ich kann ein bisschen was dazu erzählen, wie wir die Räumlichkeiten drin haben. Und das ein bisschen anders ausholen. Also, wir waren ein Meditationszentrum, was es schon seit über 25 Jahren gab, auf Raumsuche. Und wir haben diese Räume hier gefunden, weil sie wirklich preiswert waren. Und natürlich war das Ganze, die ganze Ausstattung nicht auf dem neuesten Stand. Wann war das? Das war 2016. Also wir waren ja nur ein Jahr drin, sozusagen. Ja. Interessanterweise haben wir herausgefunden, dass 25 Jahre vorher unser Meditationszentrum genau dort begonnen hat. Also das war so ein Kreislauf, der sich schloss. Und wir dachten, ist ja Wahnsinn, jetzt sind wir hier in den gleichen Räumen. Wir haben alles sozusagen renovieren müssen. Die Elektrik war auch nicht sehr in Ordnung. Also wir konnten sozusagen den Wasserkocher und die Kochplatte nicht gleichzeitig laufen lassen. Ich denke immer noch, vielleicht kann das auch die Brandursache sein. Und das war bis zuletzt? Das war die ganze Zeit, genau. Wir waren natürlich froh, einen preiswerten Platz gefunden zu haben. Wir haben einen Verein. Wir haben einen Verein gegründet, um das Ganze zu tragen. Wir haben alles ehrenamtlich gemacht, die Renovierung. Wir haben Duschkabinen, einen Riesenboiler einbauen lassen für 10.000 Euro. Also dafür, dass keiner von uns Geld genommen hat, haben wir wahnsinnig viel Zeit und Energie und Liebe investiert sozusagen. Wir hatten eine wunderschöne Einweihungsfeier und packte auf der Tür, worüber Luis gerade gesprochen hat. Ganz vielen Leuten Schnupper angeboten, Workshops. Wir hatten im täglichen Betrieb bestimmt 5 Veranstaltungen, also 3 Meditationen, plus abends Workshops, wie gesagt Yoga, Capoeira, unterschiedlichste Selbsterfahrungsworkshops. Am Wochenende mehr so Tagesseminare und auch wunderschöne Konzerte. Also es war wirklich schön. Und wir haben hier auch versucht, den Hof schön zu machen, Pflanzen reinzubringen, die Bank gestrichen. So kam dann der Kontakt mit Luis. Wir haben uns stundenlang über den Zaun unterhalten im Prinzip, genau. Und aber worauf ich hinaus will, ist dieses Problem mit dem Strom, ja, dass man nicht 2 Geräte gleichzeitig laufen lassen darf. Mhm. Weißt du, ob das in den anderen Wohnungen auch so war? Es war in der Wohnung, wo der Brand stattgefunden hat, auch so. Das hat mir die Freundin von dem Mieter erzählt. Und hat man denn jemals die Brandursache untersucht oder herausgefunden? Also untersucht haben sie es auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auch das Polizeiprotokoll von der Gerichtsverhandlung, ich weiß nicht mehr, gelesen. Letztendlich war es so, dass sie es nicht herausfinden konnten. Mhm. Viele haben vermutet, weil der Mensch eine Schizophrenie hatte, er hätte die Wohnung angesteckt. Das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube es nicht. Also ich denke, entweder es war ein Unfall mit einer Kerze, oder vielleicht war es die Elektrik. Ja. Letztendlich, das, was drin stand, war, dass es unterm Sofa angefangen hat zu brennen. Da stand ein paar alte Verstärker. Also letztendlich, es konnte nicht genau herausgefunden werden. Letztendlich war es auch das, was uns das Genick gebrochen hat, weil wir sozusagen weder von seiner, also von der Versicherung von dem Mieter, noch von der Versicherung von dem Hauseigentümer Geld bekommen. Genau, unser eigenes. Hätte man vielleicht, also hätte sich herausgestellt, dass es die schlechten Kabel waren oder die Elektrik, dann hätten wir eine Menge Geld gekriegt. Ja. Alles ich meine, wir hätten natürlich weiter versuchen können, aber wenn in diesem Protokoll drin steht, die Brandursache kann nicht geklärt werden, dann kann auch ein Anwalt da nichts mehr machen. Ja. Weißt du? Ja, verstehe. So. Und jetzt steht das Haus ja leer. Mhm. Hast du versucht, wieder dort reinzukommen? Es wurde ja sicher renoviert, oder?
Nachdem diese ganze Sache passiert war, die schrecklich genug war, es ist auch eine Frau dabei gestorben und es war alles emotional ziemlich heftig, also für jeden, der hier irgendwie was mit dem Hof zu tun hat, hat der Hauseigentümer zu uns gesagt, dass er uns als Mieter sehr mag und er uns gerne, wenn denn das Haus dann saniert worden ist, auch wieder als Mieter hätte, aber wir könnten nicht das gleiche machen wie vorher. Weil diese ganze Sache, also der Brand war so schlimm, die haben alle Decken rausnehmen müssen, Fenster und so weiter, dass die Sanierung unter Bauaufsicht stand. Und das hieß, dass mit dem Angebot an nicht nur stillen Meditationen, was wir hatten, sondern aktiven Meditationen, viel mit Musik, Tanz, Bewegung, wie gesagt, die Yoga-Kurse, Capoeira, dafür gibt es bestimmte Auflagen mittlerweile. Das würde in einer Sportstudie durchgehen und dann müsste er solche, wie heißt das? Die Voraussetzungen hätten dafür nicht gereicht? Er müsste da Installationen zum Luftabzug, zur Dämmung zu machen und das wäre ihm zu viel. Und wenn wir nur stille Meditation machen würden, dann ja gerne. Ja. Dann gab es aber auch noch den Knackpunkt, nicht zum alten Preis, sondern dann zum Preis einer sanierten Wohnung und das ist Also das Haus war unsaniert vorher. Ja. Und jetzt ist es aber saniert und es steht leer, oder? Es ist kernsaniert. Im Prinzip standen ja nur noch die Wände da, jetzt sind Fenster drin. Und ich denke, Böden, halt neue Decken sozusagen. Und ich denke, das dauert noch eine Weile, bis das richtig fertig ist. Also dafür war das jetzt einfach zu gravierend. Ja. Ja, wie ist es jetzt für dich, wieder hier zu sein? Ist komisch. Ist wirklich komisch. Also einerseits hängt das Herz tief, wenn ich da halt rüber gucke und mich so erinnere an das, was passiert ist. Andererseits ist es auch ein heimiges Gefühl, weil wir haben uns halt wirklich sehr wohl gefühlt. Und jetzt hier im Garten zu sitzen, von Luis Hof sozusagen, den er so schön gemacht hat, ist schon schön. Ja. Und genau, hast du denn jetzt woanders einen Garten angelegt? Ich persönlich ja. Ja? Ja, aber das Zentrum existiert nicht mehr. So. Ja, aber hast du jetzt auch, weil du hast ja auch da gegärtnet, ja, du hast ja auch Beete gemacht. Das ist richtig. Und machst du das jetzt auch, da wo du jetzt wohnst? Ich habe einen kleinen Garten, aber außerhalb Berlins sozusagen und gehe auf in der Pflanzen. Also das Interessante sind ja diese urbanen Gärten, ja, die so quasi auf Initiative von Menschen entstehen, wie Luis, die gar nicht im Besitz derer sind, die sie anlegen, von der viele Menschen profitieren können. Und wenn Luis wiederkommt, dann werde ich ihn fragen, wie das ist, einen Garten zu haben, den man aber nicht besitzt. Wie sich das anfühlt. Ich glaube, er wird dazu etwas erzählen. Aber mit dir würde ich gerne noch darüber reden. Was hast du für eine Vision von unserem zukünftigen Zusammenleben als Menschheit? Wir sind Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen. Wie stellst du dir das vor? Wie könnte das aussehen, wenn du mal eine schöne Utopie entwirfst? Ich glaube, dass es gibt einen Knackpunkt. Und das ist der Knackpunkt ist Toleranz. Also inwiefern kann ein Mensch ein Anderssein tolerieren, akzeptieren? Und ich glaube, wir hier in Kreuzberg sind sehr viel toleranter als woanders, und das schätze ich auch, und deswegen lebe ich auch gerne hier. Wenn die Menschen das Anderssein mehr akzeptieren könnten, hätten wir eine sehr viel friedlichere Welt. Das ist meine Meinung für die Zukunft. Nun leben wir ja eigentlich in einer Stadt, in der sehr viele Lebensformen nebeneinander existieren, und es gibt zumindest keinen Krieg, keine kriegerischen Auseinandersetzungen. Es gibt Gewalt, ja, es gibt Rassismus. Aber im Großen und Ganzen, gesetzlich, ist diese Vielfalt ja geschützt. Was müsste passieren, damit wir diese Gewalt in den Griff bekommen? Oder beziehungsweise, was könnten wir gegen diese Gewalt unternehmen, die da ist? Das ist eine gute Frage. Und ich denke, da kann man von außen wenig tun, weil das fängt alles bei einem persönlich und selber an in der Erziehung. Ein gutes Heilmittel ist Meditation. Okay. Ja,
Aber ich glaube, es ist schwierig, Menschen, die zu Gewaltausbrüchen neigen, zur Meditation zu überreden. Aber vielleicht, ja, geht es. Vielleicht sollte man das in Gefängnissen anbieten. Sowieso. Oder auf Polizeiwachen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung. Das wäre doch eine Idee. Auf Polizeiwachen Meditationsrunden, Meditationsmöglichkeiten anbieten. Und also, im Gefängnis, auf jeden Fall. Ich sag mal was dazu. Von den gewaltbereiten Menschen. Also wir hatten eine Meditation, die Dynamische von Ushu. Die haben wir im Untergeschoss mit gedämmten Wänden ausgeführt. Ja. Da darfst du schreien und Kissen kloppen. Ja. Also insofern bringt es erstmal das raus, was halt in dir ist an Wut und allem anderen, was da ist. Und danach fühlt man sich sanft wie ein Baby. Ja? Tatsächlich? Ja, ist so. Ist wunderbar. Und wo ist die Wut hingegangen? In den Äther. Sie kann sich einfach auflösen. Wut ist ja auch was Schönes. Ist ja eigentlich wichtig, dass wir wütend sind. Oder? Es hilft einem. Ja, also Wut zeigt einem ja an, irgendwas ist nicht im Kopf. Genau, ich meine, klar, manchmal hat man auch, sag mal, Vorstellungen oder Beschränkungen im Kopf, die einen dann halt auch wütend machen. Also das muss nicht unbedingt sein, aber wenn die da ist, sollte man sie akzeptieren. Ja, ja. Ja, man sollte niemanden oder nichts zerstören. Ja. Was glaubst du, was ist die Ursache für die Wut, die man heute ja doch ziemlich häufig beobachten kann? Ob das Aggressionen sind, einfach Verbalattacken oder dass man angerempelt und geschubst und beschimpft wird oder bis hin zu wirklich schlimmen, ja, rassistischen Angriffen oder, ja, was ist die Ursache für diese Wut? Hast du da eine Idee? Würde ich wieder auf das Thema Toleranz zurückkommen, wenn man irgendwo beigebracht bekommt, dass man perfekt sein soll und dass irgendetwas das Perfekte darstellt, dann fängt man auch an, wütend zu sein, wenn etwas für mich ist. Oder wütend zu sein, wenn jemand anders für mich ist. Oder ne, wenn man selber dem nicht entspricht. Das bringt eine Menge Wut hervor. Also dann ist die Wut, die ja anzeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist, glaubst du, ist im Grunde genommen im Kopf dieser Menschen, ihre Welt ist nicht in Ordnung? Das ist einer der Gründe, würde ich sagen. Klar, Wut gibt es auch aus vielen anderen Gründen, wenn man nicht gut behandelt wird. Ja, und ich glaube, viele werden heute auch nicht gut behandelt. Ja. Wenn du deinen Job verlierst und musst mit sehr, sehr wenig Geld überleben und dein Vermieter steht dir auf der Matte und droht mit Kündigung. Und du weißt, das ist nicht meine Schuld. Ich bin jemand, der begabt ist, der vieles kann, aber ich finde keine Arbeit. Das ist schon... Es gibt eine Menge Ungerechtigkeit. Ja, ja. Und die Frage ist, was wir tun können. Gut, Luis kommt nicht wieder oder kommt er? Ja, Luis kümmert sich da wohl schon um die Gäste, wie es ausschaut. Die ersten stehen da schon an und vielleicht nutzen wir noch die gastfreie Zeit hier nochmal für einen kleinen Schwenk hier durch diesen wunderschönen Garten. Auf jeden Fall. Genau, das ist eigentlich das Wunderbarste an diesem Hof, außer dem Theater natürlich. Aber das Theater ist ja begrenzt und der Garten ist immer da. Ja. Ja. Ja, wenn ich das gerade so ein bisschen mitverfolgt habe, ist das ja voll im Trend hier in Berlin, die Gentrifizierung. Es gibt ja ganz viele auch Initiativen, zum Beispiel Zwangsräumung verhindern und Kotti und Co. Das ist ja auch hier in dem Umfeld. Also ja, wenn jetzt irgendwelche Leute zuschauen oder so, einfach mal googeln. Stadtteilinitiativen hier in Kreuzberg ist sehr mobil und hoch mit den Löhnen, runter mit den Mieten, ist hier seit 5 Jahren Slogan auf den Straßen in Berlin. Ja, guckt einfach mal wieder rein. So, jetzt genug gelabert hier. Jetzt gibt es einen Schwenk in den Garten. Ich dachte ja erst, du sagst, es ist ein Trend in Berlin, Gärten anzulegen. Ja, das, Also ich sag mal, wenn ihr jetzt mitschaut hier einmal, ich gucke hier nur einmal so ganz kurz mal rum. Und langsam, dass das nicht so ruckelt. So. Ja, also ich meine, das ist so ein Hinterhof, der war mit Sicherheit hier alles voller Steine. Da gibt es ja dann im Theaterstück auch noch mehr zu. Ja.
soll, ich könnte was erzählen zu dem Gartenbissen. Oh, bitte, bitte. Ja? Also, ich habe den Hof noch kennengelernt ohne die Sklaven. Oder mit den Anfängen des Gärten, der Gärten. Es war das hier, war alles nicht da. Diese Pflanzen hat alle Luis angelegt. Und er betreibt den Hof in Permakultur. Das heißt, er hat sehr, sehr viele wilde Pflanzen. Sehr viele Pflanzen, die miteinander kooperieren und sich gegenseitig helfen und stützen. Und er braucht gar nicht mehr viel machen. Unkraut zupfen sowieso nicht. Das ist bei Permakultur nicht notwendig. Es gibt ja keinen Sinn Wildkräuter, ne? Genau. Jedes Kraut hat seine Funktion. Und der Garten wandelt sich natürlich auch im Laufe der Jahreszeiten. Jetzt blüht da gerade noch eine Brunnenkresse. Und ja, das sind auch so schöne wilde Blumen, die von den Bienen sehr gemocht werden. Das, darum geht es ja auch immer, dass die Bienen, Wespen und Hummeln genügend Nahrung finden in der Stadt. Und die Insekten brauchen auch alle Feuchtigkeit, sie brauchen Wasser. Und es gibt ja hier, das ist Keramik von einer Schweizer Künstlerin, die auch zum Palettentheater-Kollektiv gehört. Okay. Und sie hat diese wunderschönen Gefäße gemacht. Und das ist auch wunderbar, wenn man beobachten kann, wie Vögel oder Insekten daraus Wasser trinken. Ja, jetzt haben wir den kleinen Schwenke durch den Garten gemacht und jetzt seht ihr schon mal etwas. Das ist das Palettentheater. Das ist so die, sozusagen die Kulisse. Ja, ihr könnt mal gespannt sein, was es ist. Bleibt einfach eingeschaltet auf dem Kanal hier bei YouTube. Wir streamen hier jetzt nicht erstmal weiter. Jetzt ist erstmal Einlass des Publikums. Ja, ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken hier für die Statements und für euer Engagement. Ich drehe mal so rum, sonst reißt ihr alles ab. Ja, schönen Dank, ja. Gibt es noch irgendwelche Termine? Müsst ihr noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? Ja, alles klar. Dann vielen Dank. Ich könnte den ganzen Abend labern, wenn es darum geht, aber nein. Es wäre schön, wenn Luis noch käme, aber er ist jetzt erstmal mit den Gästen beschäftigt. Der lässt jetzt ein und ich lasse jetzt auch aus hier den Stream. Und das Spannende ist das Theater. Das sagt eigentlich mehr als unsere Worte. Genau.